Höchst definitionär. HD! Und somit herzlich willkommen zurück zu Kirby's Adventure Wii. Das ist mein Controller hier, Wii. Wii, okay. Ja. Wir machen weiter. Sternkreuz, nein, das will ich nicht. Ich möchte zu Welt 2 der Rosinenruinen. Ach, das reimt sich ja sogar. Da haben sie sich ganz viel Mühe gegeben, die Entwickler. Gut, ihr seht, ich habe jetzt HD. Och, wieso bin ich wieder zurückgegangen? Jetzt habe ich Zeit, meinen Timer zu starten. Ich habe jetzt HD. Weil ich es jetzt gemanagt habe, mein HDMI-Kabel beziehungsweise meine Wii so sau nahe gegenüber meine TV-Karte zu stellen. Und deshalb reicht jetzt das HDMI-Kabel. Gut, und ich nehme das jetzt in 720p auf. Ich hoffe, das reicht euch. Wenn nicht, dann nicht. Ist mir scheißegal. Okay. Gut. Wer beginnt? Ach, diese schöne Musik. Peitsche. Okay, ja, ich versuche jetzt einfach mal das mit HD aufzunehmen. Das sollte eigentlich passen. Ich sehe nicht, was da ein Problem geben sollte. Ja. Gehen wir jetzt in den Rosettenruinen oder wie auch immer. Rosinen, ach, ich kann aufladen. Moment, was hat das gebracht? Hä? Ach, ich kann Gegner greifen. Das ist ja cool. Nebenbei habe ich mich gar nicht auf Zahnräder geachtet. Vielleicht gibt es ja hier das erste. Oder auch nicht. Moment. Ah, cool. Okay, aber das bringt mir sonst nichts. Okay. Hoffentlich habe ich nicht das erste Zahnrad verpasst. Wenn schon, dann hätte ich es eh schon eingeblendet. Ah, explodierende Dinger. Die gibt's schon seit Kirby Stream Land 1. Das sind ganz klassische Gegner. Die hier nicht. Die gibt's erst bei Kirby Stream Land 2, wenn ich mich nicht irre. Schlag mich, wenn ich mich irre. Okay. Die Peitsche kann man die ganz einfach holen. Interessant. Aber bis jetzt hatte ich echt noch keinen Ort gefunden, wo man irgendwie ein Zahnrad verstecken könnte. Vielleicht bin ich einfach nur dämlich. Und jetzt will ich mal Feuer haben, weil Feuer toll ist. Ich liebe Feuer. Das war immer meine Lieblingsfähigkeit. Weil man hier einfach so schnell ist. So schnelle Sachen sind toll. Okay. Was mache ich da? Egal. Da hinten ist eine Wassermelone oder ist derartiges aus Stein. Ich verstehe nicht den Sinn dahinter, aber okay. Das ist Designer freie Wahl, was er da machen will. Ach, hier, ich kann da hochschauen. Hui! Candles und so. Oder auch nicht. Und das ist die erste Schraube, wunderbar. Da kann man nebenbei runterfallen. Das ist mir beim ersten Mal spielen passiert. Weil ich dachte, da geht's weiter. Aber das war eine Fehlentscheidung. Okay, mal schauen. Ich lasse es mal. Ah, gut, man braucht eh Stachel anscheinend. Jedenfalls, wenn man dem Level glaubt. Wieso sollte das Level lügen? Es hätte ja keinen Grund dazu. Es sei denn, es mag uns nicht. Was gut sein kann, weil wir stinken. Moment, ich kann an der Decke bleiben. Cool, das wusste ich gar nicht. Moment, das nutze ich gleich mal aus. Ha, ich bin so clever. Gut, Ausschau halten, dass ich nichts verpasse, weil das kann hier ziemlich schnell passieren. Okay, nicht so schnell, aber okay. Man hat es ja letztes Mal gesehen, wie ich die Schraube im Baum verpasst habe. Nebenbei tut mir leid, dass ich damals noch mit Komponentenkabel aufgenommen habe. Damals vor einem Tag. Ja. Jedenfalls. Jetzt ist es HD. High Dimensional und so. Ich habe Angst, dass ich da was von. Ah, da ist garantiert was. Ich wusste es. Das weiß ich noch vom ersten Mal spielen. Bin ich nämlich einfach weitergegangen. Anscheinend habe ich immer noch nichts verpasst. Das gefällt mir. Nebenbei ganz lustig. Ich nehme das zwar mit.
Ich capture das, also das Bild kommt zwar von meiner Konsole in XSplit, nur nehme ich das mit Fraps auf, damit das HD auch wirklich so bleibt, wie es dargestellt wird. Ist das nicht nett von mir? Ich finde, das ist ziemlich sozial. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Nein, ist ja noch nicht die ganze Tür. Die ganze, die Final Tür. Ah, lolli. Oh, ich bin wieder ein Speedrunner. Gut Ausschau halten. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Das war etwas zu essen. Es sind noch mehr Sachen zu essen. Die brauche ich aber gar nicht. Was ist denn da oben? Ich denke, jetzt kommt ein Boss und der, also so ein Miniboss, und der gibt mir eine Schraube, kann das sein? Anscheinend will die Stage von mir, dass ich den Schirm nehme. Dann nehme ich das doch. So, mal gucken, was... Ah ja, genau, okay, jetzt kommt so ein Abschnitt. Interessant. Frage mich, ob ich jetzt was verpasst habe, ob die ganz gemein sind und hier was verstecken. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Das ist ja auch noch ein ziemlich frühes Level. Also sollte man das da tun. Gut, ich nehme die Peitsche, die Peitsche hat's drauf. Gut, wo ist die letzte... Ah, hier ist die letzte Schraube. Oder? Nein, doch nicht. Ist ja nicht so ein Gegner. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Schraubengegner, aber nein, da lag ich falsch. Jetzt habe ich den Hammer. Ja, den Hammer gibt's hier. Das gefällt mir, ich liebe den Hammer. Damals sind beste Freunde. Kann man doch auch schütteln, oder? Ja, genau. Kann man auch noch länger schütteln und so eine Ultra-Hammer-Attacke machen. Führe ich jetzt mal fort. Oh mein Gott, man sieht es in der Kamera. Ich bin so stolz auf mich. Okay, es gibt doch keinen Super-Mega-Power. Okay, dieses Zahnrad wird relativ simpel. Es sei denn, man hätte aus welchem Grund auch immer den Hammer nicht gewollt. Was ich nicht verstehen könnte, weil der Hammer ist das beste Item. Jedenfalls finde ich das... Ich finde ihn einfach episch. Okay. Ja, ist es ja nicht so, dass man alles perfekt... Ja, das perfekt machen muss, um 100% zu ergattern, so wie in 3D World. Hoffe ich. Also Mario 3D World. Aber okay, man, wir werden sehen. Ja, ist ja diese Krone. Ich nehme mal einfach an, dass das zu 100% abgeschlossen ist. Ein neues Minispiel freigeschaltet. Ist mir relativ Kaffeelatte und ich gehe jetzt hier durch. Was ist das für eine Musik? Ah! Ein Remix. Okay. Denn. Wirklich ein Remix von Wispy Woods. In dem ersten Land aus. Kirby Streamland halt. Die Schlaffähigkeit ist nutzlos übrigens. Die würde ich euch nicht empfehlen. Sei denn, ich habe vergessen, dass die irgendwas Tolles kann, aber was ich bezweifle. Ich dachte immer, sie wäre unlos, okay. Sinnlos. Die Wasserfähigkeit, hier kann man surfen und auch schnell tauchen, wenn ich mich nicht irre. Oder nein, doch nicht. Man kann aber diese Attacken, okay, die kann man auch so machen. Vergiss, was ich gesagt habe, aber man kann auch so Attacken machen und so eine Drüse. Moment. Wie habe ich gerade diesen Regenbogen gemacht? Ach du Scheiße. Okay. Der Regenbogen war ganz kompliziert, das weiß ich noch. Naja, egal. Ich glaube so irgendwie mehrmals ein paar Richtungen drücken und dann erst die Einschlagattacke, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, anscheinend will er jetzt Stein von mir. Ich bin verwundert, dass ich noch kein Zahnrad gefunden habe. Ich meine, hier gibt's vier. Okay, das muss ja noch nichts heißen, aber trotzdem. Ich werde jetzt alles abgrasen und gucken, was hier noch so gibt. Hier gibt es wieder verschiedene Kirby-Statuen. Es gibt eine Menschenstatue, die ziemlich selten erscheint. Das heißt hier ein O. Was ist zur Hölle? Moment, ist das ein Zeichen? Kann ich da irgendwie rein? Ich glaube eher nicht. Trotzdem sieht es irgendwie nicht unschön aus. Aber das ist allein meine Meinung. Moment, was ist da oben?
Ein Minispiel. Ah, da ist ein Zahnrad. Ich sehe es noch nicht wegen meiner Kamera. Nein! Oh Gott, das war ganz knapp. Ich sehe ja nicht mal, was unter mir ist. Was ist da? Das nehme ich jetzt Wunder. Okay, da ist ein bisschen Blümchen. Hoffentlich können wir solche Räume nicht noch einmal. Ich möchte meine Kamera gefälligst da behalten. Gut. Das war nebenbei das erste Zahnrad. Das beruhigt mich. Das sind die Helfer aus Kirby's Dream Land 2 und 3. Oder halt die Steingestalten aus Kirby 64 Crystal Shards. Aber naja. Das sind nur so Nebeninformationen, die ich brauche, um meine Lücken zu füllen, die ich, bei denen ich nichts sage. Das interessiert euch aber nicht. Ihr wollt eigentlich nur das Spiel sehen. Also schaut ihr mich an und kein Walkthrough. Ich verstehe euch nicht. Okay, das bringt nichts. Interessant. Ich nehme wieder die epische Wasserfähigkeit und guck, was da rechts. Nein, das ist eben so ein Mini-Raum. That was easy. Okay. Na cool. Was ist denn da der E8, Alter? Ich fresse ich gleich, um eine neue Fähigkeit zu ergattern. Das geht ja gar nicht hier. Was zur Hölle, das habe ich hier. Das habe ich nicht gesehen, da habe ich mich. Da war ich unachtsam. Da drin ist eine Ananas, die brauche ich. Ich möchte wieder voll geheilt sein. Ich bin voll geheilt, ey. Wow, okay. Schon wieder so ein Bonusraum. Gibt's hier recht viele. Hoffentlich nicht von Anfang an Zeit. Okay. Das ist das obere. Da muss man zuerst denken. Ich hätte jetzt eigentlich instant das rechte gedrückt, aber dann dachte ich, ich muss zuerst warten, weil ich... Also mal das analysieren, weil man sieht jetzt, diese Gegner werden befreit, wenn ich beides kaputt gemacht hätte. Geh doch nicht nochmal rein. Ah, hier könnte man unendlich Sterne farmen. Wie an so vielen Orten. Okay. Okay, hier war... Wenn ich jetzt schon... Ich möchte mal gucken, ob ich da was verpasst habe. Ich glaube eben nicht. Ah, ich habe einen Schwimmreifen. Wie süß. Moment. Nein! Arschloch. Okay, ich denke, ich habe nichts verpasst. Das wäre irgendwie unfair, weil ich ja gleich... Weil ich ja hier schon Secret gefunden habe. Und wieso sollte man dann gleich wieder zurückgehen? So. Ja, das war flug... Oh. Stimmt, ich hatte ja dieses Leiter-Tocker, die ich uns vergessen. Moment. Ah, das geht auch, okay. Ich möchte den jetzt töten, aus Prinzip. Yay. Okay, da geht er auf den Stern, mal gucken, wo er uns hinführt. Dabei kann ich diesmal nicht eine Welt pro Part machen, das... Dann wäre die... Wird es noch überlänglicher werden als die erste Folge. Okay, das ist so ein Hange-Ding, oder? Natürlich. Okay, mal gucken. Okay, hier kommt so ein super Dings, das sieht man an den Sternen an diesen Blöcken. Die haben solche Sterne. Ach, das war schlecht von mir. Egal, damit kann ich leben. Hier warte ich besser nochmal eine Runde, das wäre ziemlich heiß geworden. Okay. Okay, hier ist so eine Elektrokugel. Eine Elektrokugel. Aber so lustig ist wie Mario 64 Hersteller. Moment, das ist wie... Die steuert sich ungefähr so scheiße wie die Smash-Attacke von Pikachu in Brawl. Man das kennt. Jedenfalls gehe ich jetzt mal nach unten, weil da, ups, da waren noch mehr solche Teile. Es kann kein Zufall sein. Ja, verstehe. Hallo. Hör auf. Okay, danke. So, hier muss doch irgendwas sein. Scheiße, hier war nichts Wichtiges. Ich hoffe, ich... Oh, ich habe mir definitiv was versaut. Nur noch die Hälfte. Ah, okay. Interessant. Hier, da kommt nochmal. Okay, dann ist alles im grünen Bereich. Ich muss nur mal auf meine Energie achten. Das war unnötig.
Ah, ich kann mit A abbrechen, interessant. Mit 2 meine ich natürlich. Okay. Eine Maxi-Tomate, das kommt mir gerade recht. Dankeschön. Schatz. Gut, was gibt's denn hier? Wieder so eine Kaputtmachstelle, alles klar. Nichts Besonderes. Es sei denn, jetzt kommt mein Zahnrad, weil das könnte ich auch langsam wieder gebrauchen. Wieso ist der gerade nicht kaputt gegangen? Ah, ein Paralleluniversum. Hat sich doch gelohnt. Okay. Mal gucken, was gibt's denn hier? Wasser. Ganz viel schwebendes Wasser. No time for sense. Haha. Wer kennt diesen Insider denn noch? Ich habe keine Ahnung. In diesem Paralleluniversum gibt es generell eigentlich nie Moment, nein, das ist, ich meine natürlich Zahnräder, weil es ja immer am Ende von, also bei diesem Boss kommen ja immer 2 oder 3 oder was auch immer. In diesem Fall wahrscheinlich 2. Und danach kommt, sollte eigentlich gleich das Level fertig sein, wenn ich das jetzt so einschätze. Es sei denn, es kommt nur eine und dann... Kommt nur eine und dann muss ich das letzte noch finden oder ich habe eins verpasst, was ich nicht denke. Gut, nehmen wir mal die Peitsche mit, der geht's recht flott. Gut. Okay, das könnte jetzt noch ein bisschen länger dauern, weil er sich so scheiße bewegt. Ich wollte schon ausweichen, aber ich dachte dann, ne. Okay, jetzt habe ich doch kein... Jetzt habe ich kein Projektil mehr, was ich hinter die Uhr pfeffern kann. Ah, jetzt habe ich es wieder. Okay, danke. Kannst du das nochmal machen? Das wäre recht freundlich. Okay, jetzt muss ich wieder ausweichen. Das ist relativ simpel. Relativ simple Flips. Dankeschön. Gut. Hier sind unsere 2 Zahnräder. Wie gesagt. Gut, dann sollte gleich das Ende des Levels kommen und dann können wir noch ein Level machen und dann ist aber auch Feierabend. Denke ich zumindest. Ich glaube, dann sind wir bei den 20 Minuten ungefähr angekommen. Wenn ein bisschen überlänger ist, ist auch nicht schlimm. Das kann ich noch verkraften. Gut, hier ist das Tor, wie ich vermutet hatte. Jetzt versuchen wir, das perfekt zu schaffen. Ah, ich bin zu schlecht. Egal. Bing. Wunderschön, 15 Sternchen. Das gefällt mir. Jetzt nebenbei mal... Ach, scheiß drauf. Jetzt hat mein Fenster offen. Hören halt Menschen, dass ich mit mir selber rede. Gut, hier ist die dritte Welt und dann können wir in einer nächsten Folge dann den Boss machen. Aber erst widmen wir uns dieser Welt. Immer kann es sein, dass da jedes Level andere Musik hat, so wie in Donkey Kong Country Tropical Freeze. Fast. Ja, ich betone fast, weil da ist doch nicht alles eigene Musik, aber fast. Okay. Ah, cool, ich kann so einen Sturzflug mit dem Scher machen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das kann. Ich kann allgemein viel mehr Sachen mit den Fähigkeiten als sonst. Das gefällt mir. Okay, hier war eine Frucht. Ich habe gerade nicht gesehen, was da war. Mal gucken. Ach, ich denke nicht, dass da etwas ist. Das ist doch kein Heck, wo man so böse ist. Moment, kann man hier rein? In die... Ah! Nett. Okay. Ich lasse kein Secret aus. Okay, ich habe bestimmt schon Tausende ausgelassen, aber okay. So wie ich mich kenne. Gibt's hier noch was? Nicht, dass ich wüsste. Ab in die Tür. Da sollte doch was sein. Okay. Scheint immer den Sternen folgen, dann bin ich schon richtig.
Das ist Game of Streamnet 2 nicht so, da das ist genau das Gegenteil, weil sie so böse sind. Ich habe das Gefühl, dass ich da was verpasst habe. Ihr werdet ja gleich sehen, ob ein Video kommt oder nicht. Wenn nicht, dann bin ich umso froher, weil ich sonst das ganze Level nochmal spielen müsste. Das wäre nicht schön. Okay. Kann ich vielleicht mal irgendwo ein Zahnrad entdecken? Das wäre ganz hilfreich. Moment. Danke, das wollte ich. Zack. Ich hab das Gefühl, dass ich tausende Sachen vergesse. Okay. Wirbelsturm. Diese Fähigkeit ist auch ziemlich cool. Es ist wieder Vogel. Moment. Ach cool, erstes Zahnrad. Der Vogel, also die Eule und der Schirm in Kirby Stream 1, 2 und 3. Das ist ungefähr, das hat ungefähr denselben Effekt und der ist ziemlich OP, wenn ihr mich fragt. Kann man sogar jetzt ja auch noch Kombos machen. Oder nach oben. Mann, das hat nicht ganz funktioniert. Komm mal nach oben. Ah, okay, ich kann so kleine Wirbelsterne machen damit. Ich brauche das Essen eh nicht, die Nahrung, sag ich mal. Ah, okay, ich habe... Oh, Moment, das kann ich vielleicht doch gebrauchen, so ein Cape. Das ist so ein Jump Cape. Die sparen hier nicht mit Fähigkeiten, nee. Kommt das hier. Auch voll aufladen. Dann so cool sein. Scheiße. Ah, ich kann wieder nach unten. Ich verstehe nicht, was mir das bringen soll. Ich kann ja eh die ganze Zeit den Kleinen machen, der hat denselben Effekt. Oder übersehe ich da was? Egal. Erstmal nehmen das nächste Ding. Was soll ich jetzt nehmen? Die erwarten, dass ich was anderes nehme. Dann nehme ich natürlich mein Lieblingsfeuerchen. Upsala, okay, ich brauche den Würfel, die Maxi-Tomate nicht. Ich habe volle HP. Das ist eine sexy Strähne, mein Freund. Den habe ich doch stylisch besiegt, oder? Nehmen wir mal den Beam. Beams sind toll, Mr. Beams. Ja, ich habe absichtlich Beam und nicht Beam gesagt, wer hätte es gedacht. Und hier oben, da, ich kann es mir nicht vorstellen. So fies sind sie doch nicht. Gut, jetzt können wir warten und schon wieder weiterspielen, weil es sonst langweilig wäre. Gut gemacht, Spielentwickler. Cool. Das hat sich gelohnt. Und eine Menge Sternchen. Gut, was gibt's hier oben? Upsala. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in diesem Raum noch irgendein Zahnrad ist. Insofern gehen wir einfach weiter. Ja, das sind solche, die ich aktivieren kann. Okay. Die wieder nicht. Ach, das war ein bisschen schlecht. Boah, das ist eigentlich scheißegal. Fuck, zum Glück bin ich den richtigen Weg gegangen. So, ansonsten hätte ich es da links gesehen. Das ist alles schön fair. Okay, da habe ich alle Zahnräder und 22 Minuten, das ist doch ganz schön. Dann haben wir einiges erreicht in dieser Folge und die nächste Folge wäre, jetzt habe ich nicht aufgepasst, nächste Folge werden wir den Boss besiegen von dieser Welt. Huhu. Oder soll ich den jetzt schon besiegen? Ach komm, Bosse gehen schnell, ich besiege die jetzt. Jetzt habe ich alles so schön 100% gemacht, dann können wir doch... Ach, doch nicht, das kommt ja nach der Stage. Okay, das habe ich übersehen. Gut, dann bis zur nächsten Folge, dann machen wir diese Stage und den Boss. Ich bin Mendes oder so. Tschüss.